B2B steht normal für Business to Business. Aber mit Business hat es rein gar nichts zu tun, als wir am Nachmittag des 31. Mai 2022 mit unseren Rädern durch ein ausgedehntes Waldgebiet auf dem Weg nach Betzenstein sind. Wir waren im Oktober 2019 mit dem Bürgermeister und den Stadträten von Betzenstein, einem kleinen Städtchen in der Fränkischen Schweiz, zu Besuch in Basque. Basque ist ein ebenso kleines Städtchen in Umbrien, mit dem Thomas an der Heimatgemeinde Betzenstein seit 2016 freundschaftliche Kontakte pflegt. Am Ende der sechstägigen Reise beschlossen wir, nächstes Jahr fahren wir mit dem Fahrrad nach Basque. Aber 2020 hatte Covid-19 Deutschland, Italien und einen Großteil der Welt fest im Griff. Auch 2021 war die Zeit noch nicht reif für eine Freundschaftsradtour von Betzenstein nach Basque. Aber im Frühsommer 2022 heißt unsere Devise B2B, Betzenstein to Basque. Kurz vor 18 Uhr treffen wir als Erste am historischen Masenhaus am Marktplatz von Betzenstein ein. Nach und nach kommen Familie, Verwandte, Freunde von Basque, der erste Bürgermeister, der zweite Bürgermeister, die dritte Bürgermeisterin und ein Großteil unserer Reisegruppe vom Oktober 2019, um uns offiziell nach Basque zu verabschieden. Bei Bier, Wein und kleinen Häppchen tauschen wir Erinnerungen aus, erhalten Wünsche für eine gute Reise und nehmen Grüße nach Basque mit auf den Weg. Kurz bevor es dunkel wird, löst sich die Gruppe auf und wir treten unseren 24 Kilometer langen Nachhauseweg an. Also, tschüss dann. Hui! Noch einmal daheim im eigenen Bett schlafen, aber dann geht es los nach Italien. Wir fahren auf den ersten 25 Kilometern durch das Nürnberger Land, meine Heimat seit über 30 Jahren. Wir passieren auf vertrauten Wegen Orte wie Ottensoos. Danach Weidenhofen. Und dann geht es über Weißenbrunn. Geradeaus über die Kreuzung. Schließlich kommen wir nach Altdorf bei Nürnberg mit seinem wunderschönen Marktplatz. Von Altdorf sind es nur noch ein paar Kilometer bis zum historischen Ludwigskanal, der ab dem Jahr 1846 Main und Donau beziehungsweise Nordsee und Schwarzes Meer miteinander verband. Wir verlassen den Radweg entlang des Ludwigskanals, um der stolzen Altstadt von Neumarkt in der Oberpfalz einen kurzen Besuch abzustatten. Und
dann geht es weiter entlang des Kanalradwegs, der ein Teil des beliebten Fünf-Flüsse-Radwegs ist. Auf dem groben Altstadtpflaster von Berching werden wir kräftig durchgeschüttelt. Wir kommen durch das Klosterdorf Plankstetten. Und wenig später erreichen wir Beilngries im Altmühltal. Gleich am Ortsende von Beilngries kommt der Steilanstieg auf die Jurahochebene. Die ersten Hopfenfelder kündigen die Holledau, das größte Hopfenanbaugebiet Deutschlands, an. Und die dunklen Wolken kündigen einen Gewitterschauer an, der zum Glück an uns vorüberzieht. Unser Routenplaner sieht eine Donauüberquerung der besonderen Art vor. Die Fähre von Hinheim nach Einingen. Es ist schon 8 Uhr abends, aber bis 8:30 sollte die Fähre verkehren. In schönstem Bayerisch sagt eine Tafel, wie man seinen Bedarf beim Fährmann anmelden soll. Leider sagt eine andere Tafel, dass die Fähre wegen starkem Wind und Wellengang heute nicht verkehren kann. So bleibt uns nichts anderes übrig, als einen 10 Kilometer langen Umweg über die nächste Donaubrücke anzutreten. Bei Einbruch der Dunkelheit erreichen wir nach 124 Kilometern unser Tagesziel Abensberg mit seinem modernen Wahrzeichen, dem 100-Wasserturm der Weißbierbrauerei Kohlbauer. Reichlich erschöpft lassen wir den Abend in der kleinen, hübschen Altstadt ausklingen. Auf dem Weg von Franken nach Umbrien haben wir in Abensberg bereits den bayerischen Weißwurst-Äquator überquert. Wir befinden uns jetzt im echten Bayern. Auf unserem Weg durch kleine Weiler im ländlichen Niederbayern, abseits der großen Touristenrouten, lernen wir ein frommes Bauernland kennen. Dort wird der Herrgott um Schutz für die Fluren gebeten. Und der katholische Burschenverein ruft dem vorbeifahrenden Radler ein herzliches Grüß Gott zu. Die Zwiebeltürme auf den Kirchen sind ein Markenzeichen des katholischen Bayern. Durch die Schönheit der Kirchen und ihre Kirchtürme sollten die abtrünnigen Gläubigen zurückgewonnen werden. Gegen Mittag treffen wir in der niederbayerischen Hauptstadt Landshut ein und überqueren die Isar. Wir fahren über den 500 Meter langen Straßenmarkt der schmucken Neustadt. Über eine kurze
kurze Gasse gelangen wir in die gute Stube der Stadt, die 700 Meter lange Altstadt, wo sich die meisten Geschäfte der Stadt und viele Straßencafés befinden. An diesem frühsommerlichen Tag herrscht ein reges Treiben in der Stadt. Nach einem gemütlichen Biergarten verlassen wir die Innenstadt und landen schließlich im Brauereigasthof Zollhaus, wo erst einmal eine zünftige Brotzeit mit einem Weißbier ansteht. Um 15 Uhr stellen wir fest, dass wir bis zum Abend noch 63 Kilometer und etliche Hügel schaffen müssen. Ein Radler, der uns beobachtet, wie wir den ersten Berg nach Landshut hochkeuchen, rät uns, doch lieber mit dem Zug nach Neuötting zu fahren. Jedes Schulkind in Bayern lernte zu unserer Zeit den Spruch: Iller, Lech, Isar und Inn fließen rechts zur Donau hin. Wir lernen an diesem Tag, dass es auch noch die Flüsse Laber, Vils und Rott gibt, und die haben wir allesamt zu queren. Kein Wunder, dass wir am Ende des Tages 1000 Höhenmeter ohne große Bergfahrten überwunden haben. Und kein Wunder, dass junge, sportliche Biker uns alt aussehen lassen. Fehler ist uns dann auch noch unterlaufen. Unser aufgezeichneter GPS-Track führt auf einen Mountainbike-Trail, den wir mit Gepäck kaum noch schiebend bewältigen können. Ja, es ist Mist. Es ist kein Weg, es ist einfach nur Schinderei. Und ich habe jetzt beschlossen, heute die Tour aufzubrechen. Zu einer guten Radtour gehört auch, den Moment zu erkennen, wenn es Zeit ist, einen Plan zu ändern. Nach einem kurzen Stück auf der Hauptstraße fahren wir gemütlich im Isental unsere letzten Kilometer nach Neuötting. Guten Abend. Nachdem wir den komischen Wanderweg abbrechen haben müssen, haben wir nur Zeit verloren. Ich dachte, du hast die ganze Reise abgebrochen. Ah. Wir sind gespannt, ob sich Elke heute Abend für den Abbruch der Reise entscheiden wird. Rechts fahren. Als wir über den schönen Marktplatz von Neuötting fahren, wird es schon dunkel. Und die Stadt kommt uns irgendwie spanisch vor. Gleich außerhalb des Stadttors liegt unser heutiges Quartier, die Cantina El Loquito. Im El Loquito treffen spanisches Temperament und bohrische Gemütlichkeit aufeinander. Der junge Mann im Service rennt uns fast um, weil an diesem Tag Hochbetrieb im Lokal herrscht. Der Wirt, den jeder im Städtchen kennt, feiert seinen 70. Geburtstag. Es soll noch ein langer Abend gewesen sein, von dem wir nichts mitbekommen, weil wir nach 114 Kilometern sofort nach dem Bettgehen einschlafen. Den nächsten Tag starten wir entspannt um 10.30 Uhr und haben nur 2,5 Kilometer in die Schwesterstadt Altötting zu fahren, den meistbesuchten Marienwallfahrtsort in Deutschland. Altötting gilt in der katholischen Kirche auch als das religiöse Herz Bayerns. Wir werfen einen Blick ins Innere einer der zahlreichen Kirchen im Stadtzentrum.
der St. Anna Basilika. Anschließend machen wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Etappenziel, der Stadt Burghausen. Als wir Burghausen erreichen, ist es schon Mittag und die Sonne meint es sehr gut mit uns. Wir statten der imposanten Burg einen Besuch ab. Mit 1051 Metern die längste Burg der Welt. Von der Burg geht unser Blick hinunter in die Stadt, zur Salzach und hinüber nach Österreich auf der anderen Flussseite. Der gestreckte Marktplatz ist ein Tummelplatz für Radfahrer und andere durstige Besucher. Zum Weißbier gönnen wir uns ein verspätetes Weißwurstfrühstück. Ein Stilbruch, den man in Altbayern nur bei auswärtigen Touristen durchgehen lässt. Verlassen die zauberhafte Altstadt von Burghausen und überqueren auf der Salzachbrücke die Grenze zu Österreich. Von da sind es noch 40 Kilometer entlang der Salzach nach Salzburg, wo es zu einem Wiedersehen mit einer Salzburgerin und zwei Münchnern kommt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, über die wir im nächsten Video berichten werden.